Schönes Blick hat man natürlich wieder hier raus, aber natürlich wieder voll gegen die Sonne. Wird natürlich dann wieder stören. So, hallo, ich bin's, Micha, Outdoor-Aktiv. Ich gehe ein bisschen wandern, beziehungsweise spazieren. Wandern ist ein bisschen übertrieben. Hab Feierabend, hab schon zu Abend gegessen und marschiere jetzt mal hier in Baufelden da Richtung Golfplatz. Bachgrund oder wie das Ding heißt. Ja, da gucke ich mich mal ein bisschen um. Guck mal, ob was zu fotografieren gibt, sonstiges Schönes zu sehen gibt. Ja, jetzt hatte ich ja vor einiger Zeit mal ein Video hochgeladen, wo ich mal erklärt bzw. erzählt hatte, dass ich mir Zeichen- oder Malutensilien zugelegt hatte, weil ich gedacht habe, ich werde jetzt der große Urban Sketcher. Also der Skizzierer oder Zeichner oder wie auch immer. Ja gut, ich habe jetzt noch nicht Urban gesketcht, habe mich noch nirgends wirklich hingesetzt. Ich habe einige Sachen vom Foto gemacht und einfach mal auch freie Schnauze irgendwas gemacht. Das habe ich hier hinten in meinem Rucksack. Ich glaube, wenn ich ein schönes Plätzchen finde für eine kleine Pause, zeige ich euch mal meine Skizzen, Zeichnungen, was ich so gemacht habe. Ja, können wir mal gemeinsam drüber gucken. Mal sehen, was daraus geworden ist und was ich dazu meine. Okay, jetzt geht's los. Hier gibt es auch den Regionalpark Rhein-Main. Allee der Bäume des Jahres. Ja, die stehen dann hier scheinbar. Okay, wir sehen uns gleich. Der Bergahorn. Also hier sind tatsächlich auch immer Schildchen dran. Wie man hier sehen kann hier. Ich drehe mal um. Die Walnuss aus dem Jahr 2008. Der ging ein bisschen nach links weg. Jo, da hinten in der Walle Häuser. Ja, hier gibt es einen kleinen Rastplatz hier. So. Liegemöglichkeiten und und. Künstlerisch gestaltet. Hier könnte mal der Rasen gemäht werden. Und da hinten drin sind noch ein paar Bänke. Da gehen wir jetzt mal hin. Da machen wir es mal kurz breit. Dann zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Okay, wir gucken mal. Hier finden wir bestimmt ein Plätzchen. So wie es aussieht, ist keine Sau da. Das ist erstaunlich. Streuobstwiesen hier. Äpfel. Ich war letztes Jahr die Zeit auch schon mal hier. Da war ich ein bisschen weiter da hinten. Da gibt es massenhaft Kirschbäume. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass man hier jetzt. Was haben wir hier? Könnte so Pflaume oder Mirabelle sein. Ja, ich könnte sagen, so von den Blättern her, Mirabelle. Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen bei dem Obst und Gemüse hier, dass hier die Mücken einen nicht angreifen. Ne? Wo gehen wir mal hin? Aber wie man sieht, die Leute lernen es nicht. Die schmeißen überall ihren Müll hin, alles voll hier. Aber freitags auf die Demos rumrennen. Okay, das schneiden wir raus. Gut, wir gehen mal hier in die Ecke. Hier hinten hin. Ja, Freunde, ich bin Micha. Meld mich mal von der anderen Ecke jetzt. Ich hatte eigentlich geplant, euch ja die Skizzen und mein Rumgeschmiere mal zu zeigen und mal zu gucken, was ihr davon haltet. Hat schon mal nicht aufgenommen. Deshalb halt mal jetzt mal von hier. Ich bin gerade so mal kurz in die Natur gegangen. Wie man sieht, hinter mir wächst ein Spargelfeld vor sich hin. Aber okay, gut. Ich werde mich gleich mal
im Innenbereich auf dem Tisch breit machen und euch dann das zeigen, was ich mit dem letzten Film schon zeigen wollte, der dann nicht aufgenommen wurde. Okay, gut. Ja, ich gehe jetzt mal rein, breite mich aus und dann melde ich mich von da wieder. Dann kommt mal mit. Ist dann hier jetzt nicht so schön wie auf dem Golfplatz, aber immerhin. Ne? So, guck, ich bin noch in den Schlappen unterwegs. Jetzt geht's rein. Kommt mit. So, da wäre ich. Dann gucken wir uns mal so ein paar Sachen an. Ist jetzt nichts Brauchendes. Kommt mal her. Fangen wir folgendermaßen an. Ich hatte mal mir ein schönes Skizzenbuch gekauft von Hahnemühle. Da ist jetzt aber leider noch nichts drin. Ich traue mich noch nicht so wirklich da dran zu gehen. Aber gut, okay. Da, demnächst geht das los. So, weg damit. Dann habe ich mir mal so ein ganz billiges Skizzenbuch gekauft. Da habe ich dann angefangen rumzuschmieren. Wie man hier sieht, habe ich da schon irgendwie mal 2020 angefangen. Gut, da blättern wir schnell mal durch. Das ist erstmal noch nicht so interessant, wobei das ist einfach mal so ein bisschen rumgekritzelt. So, da habe ich dann die ersten farblichen Sachen mal gemacht. Versuch macht klug. Habe ich mein Auge versucht. Finde ich nicht ganz so schlecht, aber okay. Blumen ist nicht mein Ding. Das, naja, gut. Das waren halt so die ersten Versuche. Da steht es ja sogar, der erste Versuch. Dann geht es hier weiter. Da habe ich mal irgendwo gehockt. Das kann man ja lassen. Aber das hier ist Schrott. Ja, dann habe ich dann angefangen, perspektivisch so ein bisschen ein paar Würfel zu zeichnen. Die sind, glaube ich, ganz gut für eine Übung. Wie man da sieht, okay, nix. Das passt, das passt. Das geht auch. Hier auch. Ja, aus allen möglichen Richtungen angeschaut. Okay, gute Übungen. Hier auch wieder. Da war ich unterwegs und habe mal am Rhein gestanden. Hab mal ein paar Skizzen gemacht, die habe ich dann später mal ausgemalt, immer so aus Spaß. Ja, geht so. Hier ein bisschen mit der Perspektive auch gearbeitet. Das ist ganz gelungen. Da geht es halt nur darum, damit man mal sieht, wo führen die Linien hin. Man muss das halt verstehen. Hier auch. Wobei, da habe ich einen Fehler gemacht an der Tür, die kann ja schlechter an der Wand enden und dahinter ist nichts mehr. Da habe ich mich ein bisschen vertan, würde ich sagen. Ja, weiter. Hier einfach ein paar Linien, ein bisschen bunt gemacht, einfach so als Übung. Wirbel, Wirbel natürlich. Hier eine Treppe über zwei Etagen, da habe ich auch irgendwo einen Fehler gemacht. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ich glaube hier in dieser Wand. Eine Maus. Ah, steht sogar bei. Maus. Dann hier rumgekickelt oder gekritzelt oder wie auch immer das nennen will. Einfach so mit einem zitternden Stift mehr oder weniger Linie hier, Linie da, Linie dort. Vorher überlegt, was willst du malen und dann entsteht halt was. Ein Hund, vielleicht auch ein Hund. Auch vielleicht ein Hund. Hier genauso, Hund, Fragezeichen. Hier sitzender Hund oder Bär. Ja, könnte jetzt beides sein. Aber macht ja nichts. So, dann hier das nächste. Fand ich ganz gut. Leere hatte ich es genannt, bevor ich den Hund reingemalt habe. Der sollte eigentlich dem Luftballon nachgucken, aber gut, war nichts. Er guckt ansonsten traurig in die Weltgeschichte um. Ansonsten leer. Aber gut, trotzdem nicht schlecht. Weiter geht's, Holzentorversuch. Dann habe ich hier die ersten Schiffchen mal so in so ein Stück Wasser gesetzt und eine Person. Das kommt gleich nochmal, da habe ich dann mal ein bisschen mehr gemacht. Hier einfach aus Linien. Entsteht dann also mit jeder Linie angefangen zu malen. Jetzt ist hier, ja, jetzt fehlt also das Helle und das Dunkel. Ich habe dann alles viel zu dunkel gemacht. Wobei es ja nicht schlecht aussieht, aber naja, gut, okay, das haben wir noch versuchen. Blume, kannst du knicken. Eieruhr habe ich dann auch mehr. Ja, dann war das hier in dem Büchlein. Gut, dann habe ich hier so ein paar, ja, hier mit Farbe rumgemacht. Okay, hier habe ich meinen Farbkasten ausgetestet.
Quatsch, genau. So rum natürlich. Hier sind so die reinen Farben, die im Kasten drin sind. Habe ich hier ein bisschen versucht, ein bisschen rumzumischen. Und dann noch angefangen, hier so ein paar Vögelchen reinzumachen. Kleines Bäumchen. Gut, das ist entstanden einfach aus dem Farbklecks. Dito, Dito. Dann gab es das, das kennt ihr ja schon aus dem letzten Video, als ich mir den Farben gekauft habe. Da habe ich ja schon mal vorskizziert, bin aber noch nicht dazu gekommen, oder sagen wir so, habe mich natürlich getraut, da Farbe reinzubringen. Kommt demnächst. Dann hier eigentlich einfach Versuche, Farbmischer rein, gucken, wie entwickelt sich die Farbe, was macht die, wenn sie nass ist, wenn sie nicht so nass ist und so weiter und so fort. Einfach so, passt eigentlich zusammen, da ein Baum, da ein Weg, ein Zaun, was weiß ich, Explosion, keine Ahnung. Gut, gleiche hier, auch einfach mal gucken, wie malt man Himmel. Hier habe ich einen Strich gemacht, das ist jetzt nicht das gleiche, und das ist wieder das nächste Bild, so unterteilt praktisch. Ja, gut, war eine Übung, war jetzt nichts Besonderes. So, hier habe ich am Rhein gestanden und habe gemalt im Siebengebirge. Ja, hier habe ich einen kleinen Fehler drin, dann habe ich hier noch. Da ist das Foto dazu. Ich habe dann noch gestanden und als ich gemalt habe, haben wir sicher ein Foto gemacht, weil ich nur die Skizze gemacht habe und nicht die Farben. So, wie man jetzt sieht, ist das Ganze doch ein bisschen grünlastig geworden. Sogar im Himmel raus und so. Das andere kann man ja vielleicht so lassen. Hier finde ich gar nicht so schlecht, die Bäume und so, das ist ganz gut. Gibt so ein paar Defizite, aber gut, das waren so die ersten Versuche. Weg damit, weg damit. Jetzt weiter. So, da habe ich jetzt skizziert, vorne ein Foto abgemalt, Hamburger Hafen, hier so eine Brücke, da kommen so die Elektroleitungen raus, im Hintergrund ein Hochhaus, da steht noch so ein altes Ziegelhaus zwischen, da habe ich ein bisschen koloriert, aber nicht so wirklich viel, ja, sag ich mal, kann man machen, ist jetzt alles nicht so hundertprozentig naturgetreu, aber gefallen tut mir es trotzdem. Gut, weiter geht's, hier habe ich dann auch wieder so ein bisschen rumgekriegelt. Den da, den Vogel, den habe ich einfach so dahin gemalt. Habe ich gedacht, jetzt male ich mal ein Männchen. Und dann habe ich dann einfach so mit dem Stift einfach so mal angefangen und ein paar Striche gezogen. Und dann habe ich dann erkannt, okay, wird tatsächlich ein Männchen. Wie man sieht, mit ein bisschen Fantasie ist es eine. Dann habe ich es halt ein bisschen farblich gemalt. Einfach so eine kleine, so eine Art Postkarte, hier ein Regenschirmchen oder ein Sonnenschirmchen hin, Untergrund, fertig, drei Vögelein. Ja, aber halt einfach nur mal so ein Test, eigentlich wollte ich, damit habe ich angefangen, einfach so ein Männchen mal versuchen zu malen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Personenmaler. Okay, gefällt mir aber trotzdem ganz gut, so von der Idee her, sowas kann man öfters malen, glaube ich. Das finde ich ganz schön, so als kleine, als Gimmick, aus dem Kopf raus. Gut. So, wie vorhin schon mal angedeutet mit den Schiffchen, so ein ähnliches habe ich dann nochmal gemacht. Habe ich hier so zwei kleine Schiffchen ins Wasser gesetzt, ob See oder Meer oder was, da kann sich jeder selbst mal denken. Hier so kleine Insel, da auch so mit eingezäunt und so weiter und so fort. Ja. Finde ich gar nicht so ganz übel. Auch die Wolken finde ich ganz, ganz gelungen so. Gut, aber da werden wir dran üben. Das ist so mein zweites, drittes Bildchen, so wirklich, wo ich dann mal ernsthaft dran gesessen habe. Ja, gut, das war eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Ah ne, ich habe gedacht, ich habe früher schon mal angefangen gehabt. Da, guck mal hier. Naja, ich sag mal so. Da ist bei Blankenese in Hamburg, da steht so ein Schiffchen so im Wasser drin. Da habe ich ein Bild von gemacht, da habe ich auch ein Bild abgemalt. Ja, man kann erkennen, was es ist, auch wenn man sich das Bild anguckt. Die ganzen Proportionen passen noch nicht so ganz. Auch gut, war ein Versuch und gar nicht so ganz schlecht. Gleiche waren wir auf Fehmarn, Leuchtturm Flügge. So, hier Vordergrund, den habe ich ja weggelassen, aber der ganze Vordergrund ist eigentlich so ein Rapsfeld. Ja, hier habe ich dann so ein paar Farben, die ich dann genutzt habe, mit eingetragen. Test 2.1, ja, von einem Foto aus dem Corona-Urlaub. Gut, okay, das war's. So, ich weiß nicht, ob man mich sieht, weil es vielleicht zu dunkel ist oder zu hell im Hintergrund, keine Ahnung, ich drehe mich mal um, dann ist es vielleicht besser. Ja gut, das war's, was ich euch zeigen wollte, was letztens draußen nicht aufgenommen hatte. Wäre natürlich schöner gewesen draußen auf der Bank. Aber gut, ist ja nicht so tragisch, ihr habt jetzt gesehen, was ich meine. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr was kommentieren wollt. Was gefällt euch nicht, was würdet ihr genauso machen, was würdet ihr besser machen. Oder welche Interessen habt ihr, was malt ihr und so weiter. Schreibt es doch in die Kommentare mal rein.
Okay, und jetzt geht es dann weiter da, wo die Kamera wieder an war, auf dem Golfplatz. Und zwar in die Richtung und auf geht's. Ich habe wahrscheinlich wieder viel zu schnell gebabbelt, kann ich mir vorstellen. Okay, dann sehen wir uns gleich. Bis gleich am Golfplatz. Ja, da hatte ich mir schön gemütlich gemacht und da haben sie mich verjagt. Guckt mal hinter mich, seht ihr was? Eine ganze Gruppe mit Ladies, 16 Stück haben sie gesagt. Die haben Durst und wollen ein bisschen feiern. Na gut, da habe ich den Platz frei gemacht. Sind ja nicht so, ne? Jetzt geht es dann hier mal ein bisschen weiter. Was ist das hier? Kürbisfeld. Ja. Da sind sie, guck. Mhm. Sieht doch gut aus. Was ist das hier zwischen? Was hier so als Unkraut wächst? Das sieht aus wie Hirse oder so. Aber warum sollte hier Hirse wachsen? Weißt du, denke. Gut. Aber wie ich ja immer sage, ihr sagt es mir, was es ist. Und schreibt es in die Kommentare da unten rein. Ja, vor ein, zwei Jahren habe ich das Golfen auch mal versucht. Hier auf dem Platz kann man für, ich glaube, 25 Euro den ganzen Tag, wenn man will, auf dem Platz, aber nicht hier. Vorne gibt es einen Kurzplatz mit irgendwie 9 Bahnen und die sind relativ kurz. Ich glaube, die längste ist nur 75 Meter. Aber egal, Schläger sind inbegriffen, so ein Set mit 6-7 Stück, eigentlich das, was man braucht, reicht auch aus und ist eigentlich ganz cool, macht Spaß. Mit ein bisschen Übung hätte das was werden können. Aber bis jetzt haben wir noch nicht wieder angeknüpft. Ihr habt ja so ein bisschen was gesehen von den Bildchen schon. Da könnt ihr mir ja mal eure Meinung sagen. Also zu dem, was ich da hingekritzelt habe. Und zu dem, was ihr so denkt, was ihr so malt, skizziert. Ja, was ich gut finde, ich habe ja natürlich macht man ja heutzutage im Internet Recherche über Malen und so weiter. Ich sag mal, wenn man Aquarell malen will, gibt es ja die tollsten Sachen. Die Sonne im Gesicht geht's weiter. Gut, wie gesagt, bei Artist Travel gibt es ganz gute internationale Künstler, deutsche Künstler, die ganz schöne Aquarelle machen. Da kriegt man auch einiges beigebracht, einiges gezeigt. Aber ich finde, man sollte auch so ein bisschen Grundlagen vom Skizzieren oder vom Zeichnen wissen. Wie zum Beispiel die Perspektive, Fluchtpunkte und. Da tut man sich, glaube ich, leichter, wenn man sich dann in die Straße setzt und die Straße zeichnen will. Wenn man weiß, wo laufen die Linien eigentlich hin. Ist jetzt nicht immer unbedingt erforderlich, es kommt ja auf den künstlerischen Aspekt an. Aber ich finde, das ist sehr nützlich. So, in diesem Zusammenhang kann ich den Kanal von Yadigar Assisi. Müsst ihr euch angucken. Der macht da so einen Zeichen- und Malkurs. Der Kollege, wem der Name nichts sagt, Yadigar Assisi, ist derjenige, der so 360-Grad-Panoramen in irgendwelchen Gasometern und so und auch extra dafür hergerichtete Gebäude reinmalt. Ist schon cool und zu empfehlen. Gut, das nur nebenbei. Der macht im Internet Zeichenkurs. Ein sehr entspannter Kollege. Da kann man dann doch einiges lernen. So. Und den kann ich empfehlen. Also guck mal rein. Aber ich verlinke den auch unten noch in der Box. Dann könnt ihr da auch gucken. Hier hörst du die Grillen. Ich rieche nichts. Na gut, tippeln wir noch mal ein bisschen weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Yadigar, ne? Gut, wie gesagt, den verlinke ich euch unten, das könnt ihr gerne euch anschauen. Also ist wirklich zu empfehlen. Ich hatte ja so ein bisschen Vorbildung für Perspektive und so was, da ich ein Malermeister bin. Hatten wir vor Jahrzehnten in der Meisterschule schon Perspektive und solche Geschichten. Daher war ich ein bisschen vorbereitet. Und ein bisschen Talent muss man auch für haben, um das zu begreifen. Ja. Na, jetzt fange ich an, klug zu scheißen. Lassen wir lieber. Okay, guckt es euch an und habt Spaß dabei.
Schönes Blick hat man natürlich wieder hier raus, aber natürlich wieder voll gegen die Sonne. Wird natürlich dann wieder stören. So schön aufgeräumt, wie das auf den Bahnen natürlich immer ist auf dem Golfplatz. So schön unordentlich ist es drumherum. Ist doch perfekt hier für unsere Schmetterlinge und für sonstige Insekten. Passt doch, oder nicht? Und sieht noch gut aus. Ja, siehst du? Vorhin da hinten habe ich gesehen, da machen sich dann auch schon die, wie heißen sie? Die Nilgänse breit. Und wenn du die mal hast, die kommen immer wieder. So schön wie sie sind, scheißen natürlich aber überall rum, ne? Ist klar. Und das ist natürlich immer ein Problem. Was ich jetzt hier letztens bei uns in Worfelden, bei uns im Büro hinten gesehen habe, erst konnte man es nicht identifizieren. Ein Vogel hat im Baum gesessen, immer so komische Rufe. Irgendwie so komisch. Und dann hat sich der Kopf ein bisschen bewegt und dann konnte man erkennen, ein ziemlich langer Schnabel und am Kopf hinten raus so eine, also irgend so eine Haube. Also. Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, Internet sei Dank. Dann war das, man konnte es beim Fliegen auch erkennen, hatte so ja, gelb-schwarze Ringe. Da war das ein Wiedehopf. Dieses Vögelchen ist bei uns in Deutschland höchst selten. Habe ich da mal gelesen, der scheint sich aber in so offenen Flächen wie hier, weil hier rundherum eigentlich weite Flächen, große Flächen, alles mit Landwirtschaft ist, also Gemüsebau und sowas. Da fühlt er sich aber wohl und vielleicht kommt er ja wieder. Weil rundherum in Europa ist er eigentlich relativ häufig. Wie komme ich? Ich könnte auf den Weg gehen, ne? Und da vorne ist noch eine Bank. Wenn dann nicht wieder über die Golfer kommen, setze ich mich da mal kurz hin. Okay, ich versuche das jetzt mal. Das sieht gerade ganz gut aus. Beeil uns. Yep. Okay, dann packe ich mal weg. Es wird auch langsam düster hier. Okay. Ach, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Und zwar sowas. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Relativ neu, eine Woche alt. Eine Lumix GX9. Hauptsächlich hatte ich natürlich wegen dem Objektiv gekauft. Ja, es war Kit, aber hat natürlich einen schönen Bereich so für immer drauf. Und ich übe gerade. Vorher hatte ich, habe ich aber auch immer noch die G7 oder G70. Ja, wir werden sehen, was wird. Machen wir ein paar Fotos. Okay, wisst ihr das auch? Doch gleich. Der gelaufen wäre ganz gut. Das funktioniert viel besser. Aufnahme meiner schönen Garmin. Gut, wie gesagt, das war's. Habe jetzt nur mal so ganz kurz einen Einblick gegeben, was ich da die ganze Zeit getrieben habe. Die ganze Zeit ist gut, viel war es ja nicht. Aber wenn man einen Anfang hat, mal schauen. Ja, was denkt ihr? Wer skizziert auch? Wer malt auch? Dann schreibt mal eure Ideen, Anregungen unten in die Kommentare rein.
dann gehen wir an die nächsten Dinger ran und sagt mir mal Bescheid. Dann werden wir mal weiter skizzieren und ein bisschen mit Aquarellen malen. Und bei den nächsten Ergebnissen werde ich euch die mal wieder zeigen. Und vielleicht komme ich ja auch mal auf die Idee und zeige mal, wie ich was mache. Aber das muss ich mir erstmal überlegen. Aber gut, vielleicht kommt das auch. Vielleicht wollt ihr das ja sehen, dann sagt mir das. Schreibt es rein, sagt mir Bescheid, wenn ihr mehr so Videos sehen wollt. Oder doch mehr wandern. Naja, wie auch immer. Das war's für heute. Die Sonne geht wunderbar da hinten unter. Ich marschiere jetzt zurück zum Auto. Pack die Filmkamera weg, hol den Fotoapparat raus. Machen wir ein paar Fotos. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns irgendwo aus Deutschland in naher Zukunft. Ich hoffe mal, dass ich demnächst mal schneller ein paar Videos hochlade. Gut, man muss auch mal die Zeit dazu haben. Ich bin ja kein YouTuber. Okay, dann macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland, irgendwelchen Küchen oder sonst woher. Macht's gut, euer Micha. Bleibt entspannt und gelassen. Ciao.